Heinrich Heine. Der Asra. Täglich ging die wunderschöne Sultanstochter auf und nieder, um die Abendzeit am Springbrunnen, wo die weißen Wasser plätschern. Täglich stand der junge Sklave um die Abendzeit am Springbrunnen, wo die weißen Wasser plätschern. Täglich ward er bleich und bleicher. Eines Abends trat die Fürstin auf ihn zu, mit raschen Worten. »Deinen Namen will ich wissen, deine Heimat, deine Sippschaft.« Und der Sklave sprach, »Ich heiße Mohammed. Ich bin aus Jemen. Und mein Stamm sind jene Asra, welche sterben, wenn sie leben.«